Die Hedhug-Akten haben viele Kapitel, dies ist ein Kapitel über eine Welt, die es gab und doch nicht gab. Dies ist die Wahrheit über Albert Einstein. Wir kennen den deutschen Physiker als Genie, das dazu beitrug, die Relativitätstheorie ans Licht zu bringen. Doch es gab auch einen anderen Einstein. Dieser Einstein traf sich 1962 mit US-Präsident Richard Nixon in Camp David. Nixon wollte seine Aggressionspolitik gegen die Sowjetunion fortführen und bereitete die Invasion Kubas vor. Daher beriet er sich mit seinem Chefwissenschaftler Albert Einstein. Einstein war nicht erfreut, als er über Nixons Plan eines Atomschlages gegen Havanna erfuhr. Er selbst hatte Nixon 1960 bei seinem Wahlkampf gegen Kennedy unterstützt und war von diesem ehrlichen Nixon begeistert. Doch nach einigen Monaten im Amt zeigte Nixon sein wahres Gesicht als Kriegstreiber. Letztendlich endete alles Leben auf Erden 1963 nach dem Versuch, Kuba zu übernehmen im Atomkrieg. Einstein hatte diesen Nuklearkrieg zwar überlebt, musste aber in einem Atombunker nahe Princeton ums Überleben kämpfen. Einstein sah nun ein, dass seine eigene Existenz schuld an der Zerstörung der Welt war. Darum baute er eine Zeitmaschine, reiste zurück nach 1955, um seinem jüngeren Ich ein Ende zu setzen. Der Zukunfts-Einstein starb letztendlich 1956 an der Strahlenkrankheit. Seine Leiche wurde durch den CIA geborgen. So erfuhr der US-Geheimdienst von der Existenz einer alternativen Apokalypse von 1963. Und so endet das Unfassbare in einer Frage: Welche Welt ist die reale Welt? Welche Realität ist unsere Realität?